Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video beantworte ich eure Fragen, die ihr mir gestellt habt im Livestream. Und die Community ist mit dabei und darf mir jetzt hier im Stream Fragen stellen. Und ja, ich bin schon gespannt, welche Fragen ich bekommen werde. Und ich schreibe auch schon alle Hi. Genau, ja, jetzt würde ich sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Und die erste Frage ist von der lieben Lara Queen. Sie fragt, wie alt ich bin. Ich bin 15 Jahre alt und werde dieses Jahr noch 16. Die nächste Frage ist von Summergirl 2020. Wie würdest du dein Aussehen beschreiben? Also, ich würde sagen, ich bin von meinem Aussehen her, ich schaue eigentlich nicht aus wie 15. Ich schaue eher aus wie 12, 13, aber ich mag mein Aussehen und man sollte sein Aussehen schätzen und sollte sich selbst mögen. Die nächste Frage ist von Georgia Eaglefly und sie fragt mich, hast du ein Haustier, wenn ja, welches? Ich habe einen Hund und eine Kröte. Die nächste Frage ist von Lena Gold und sie fragt, wann hast du mit SSO angefangen? Ich habe angefangen im Jahr 2013. Nächste Frage ist von Lara Queen again. Sie fragt, hast du Geschwister? Ich habe eine Halbschwester. Die kennt ihr alle und zwar ist das die Laura. Die nächste Frage ist von Philipp und Philipp fragt, wann hast du Geburtstag? Ich habe in 2 Monaten und keine Ahnung wie vielen Tagen Geburtstag, am 2.11. Summergirl 2020 fragt, welche Haarfarbe hast du? Ich habe blonde Haare und ja, aber sie waren richtig strohblond mal, aber jetzt sind sie halt eher so, auf der Kopfhaut so eher so ein bisschen dunkler geworden, aber in den Spitzen noch hell. L.U. fragt, reitest du in real? Ja, ich reite Western in real life, passend dazu habe ich gerade einen Western-Sattel drauf. Und zwar reite ich Western schon seit 10 Jahren. Nächste Frage, wohnst du in Deutschland, fragt Georgia Eaglefly. Nein, ich wohne in Österreich, in der Steiermark. Lara Queen fragt, was sind deine Hobbys? Ich gehe reiten, gehe gern Bogenschießen, habe auch großes Interesse an Acting gefunden und mache leidenschaftlich gerne YouTube und Twitch. Und bin Gamerin, genau. Lena Gold fragt, was ist dein Ziel in SSO? Also, in SSO würde ich sagen, ich habe eigentlich alles erreicht, was man in SSO so erreichen kann. Ich bin Level 20, habe eine sehr, sehr nette Community, die immer hinter mir steht, die mir verzeiht, dass ich gestern nicht gestreamt habe. Ich habe eigentlich nichts in SSO mehr zu erreichen. Vielleicht will ich irgendwann mal Level 21 sein und alle Pferde ausgelevelt haben, aber das werde ich nie schaffen. Summergirl 2020 fragt, welche Augenfarbe hast du? Ich habe blau-grüne Augen mit so einem goldenen Ring um die Iris. Ist voll weird, genau. Philipp fragt, wie heißen meine Tiere? Also mein Hund heißt Sky, ist schon ziemlich alt, hat jetzt leider eine Krankheit bekommen, ist voll traurig. Und meine Kröte hat eigentlich keinen Namen, wir hatten eigentlich mal 3 und jetzt haben wir nur mehr eine. Und ich habe sie irgendwie Frieda oder so getauft, aber keine Ahnung, eigentlich ist sie namenlos. Genau. Dann, ich suche mir mal, schauen wir mal. Georgia Eaglefly fragt, was ist deine Favorite-Serie auf Netflix? Ich habe eigentlich 3 Lieblingsserien, also meine absolute Lieblingsserie ist Pretty Little Liars, danach kommt Zoe and Raven und dann kommt Haus des Geldes. Da bin ich jetzt gerade bei Staffel 2. Lara Queen fragt, wirst du bei deinem Livestream auch mal andere Spiele spielen? Mache ich bereits und zwar auf Twitch. Ich blende hier mal hier oben den Link ein, schaut dort gerne mal vorbei. www.twitch.tv/Luciana_LionSister ist der Link. Dort spiele ich auch andere Spiele und nicht nur SSO. Und hoffentlich, also
teilweise laggen die anderen Spiele, aber ich hoffe, das wird dann im Laufe der Zeit ein bisschen besser. Lena Gold fragt, welches Pferd möchtest du dir als nächstes kaufen? Ich möchte mir auf meinem zweiten Account eine neue Farbe der Mavaris kaufen, wenn sie rauskommen. Die kommen ja, ich glaube, in 2 Wochen circa raus und da möchte ich mir eine von den neuen Farben dann kaufen auf meinem zweiten Account. Und sonst eigentlich, ja, die neuen Pferde, die dann so rauskommen werden halt. Genau, dann. Lara Queen fragt, was liebst du mehr, Filme oder Serien? Ich bin eher so ein Serienfreak, weil Filme ist halt, du schaust die einmal an und weißt dann, um was es geht. So, Filme habe ich nie mehr ein zweites Mal angeschaut. Und bei Serien, ich schaue jetzt Pretty Little Lies das zweite Mal an und werde es jetzt dann das dritte Mal anschauen, weil es irgendwie nie langweilig wird. Weil es so viele Staffeln gibt und Folgen, dass du eh immer vergisst, um was es geht. Und deswegen wird es halt bei Serien irgendwie nie langweilig. Impossible Ghosts fragt, was ist dein Lieblingspferd in SSO? Habe ich schon sehr, sehr oft tatsächlich beantwortet. Mein Lieblingspferd in SSO ist der Andalusia. Und eigentlich habe ich Andalusia und das friesische Sportpferd. Ich darf PLL nicht mehr schauen, weil ich ein Jahr zu jung bin. Also, PLL ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Es gibt Schlimmeres. Also, klar, es sind sehr viele sexy Szenen, sage ich jetzt mal, aber ja. Ja, genau. Übrigens, falls ihr mir gerne auch mal Live-Fragen stellen wollt, ihr könnt, wenn ich nicht live bin, könnt ihr mir Fragen gerne über Instagram stellen. Ich antworte eigentlich fast immer darauf. Außerdem habe ich jetzt seit neuestem auch Twitter. Ich blende euch hier mal meinen Twitter-Link ein. Und Philipp kann euch meinen Twitter-Link auch gerne mal einblenden. Genau, da beantworte ich auch sehr, sehr viele Fragen und schreibe mir, was ich am Tag so gemacht habe. Und ja. Genau, ansonsten schaut gerne mal beim Livestream vorbei. Ich bin eigentlich fast jeden Mittwoch live. Und wenn ich nicht Mittwoch live bin, dann Donnerstag oder Freitag. Lena Gold fragt, was hast du heute noch vor? Also ich gehe heute auf eine, was glaube ich, ich fahre heute zu meiner Freundin, beziehungsweise ich gehe zu meiner Nachbarin, denn die hat heute Geburtstag und ja, schreibt mir, ich habe eine Idee, wir singen jetzt gleich Happy Birthday für sie, weil dann kann ich ihr das schicken. Genau. Ja, meine Freundin hat heute Geburtstag und ich übernachte heute bei ihr, wir feiern bis sie ihren Geburtstag und am Samstag ist dann die offizielle Feier. Und mein Headset ist voller Lipgloss, weil ich gerade vorhin angekommen bin beim Headset und ich habe mich bissi geschminkt, das ja. Lara Queen fragt, in welchen Ländern warst du schon mal? Ich war in Island, ich wäre heuer nach Thailand geflogen, wenn Corona leider nicht. Ich war in Frankreich, ich war in Deutschland, in Ungarn, in Slowenien, in Kroatien, in der Türkei, in Griechenland. Und ich glaube, das war's. Ja, das war so ziemlich. Jette oder Jette fragt, welche Farbe der friesischen Sportpferde magst du am liebsten? Ich mag die weißen gerne und dieses schwarze mit den weißen Fesseln. Hi Katharina! Oder Twitter-Link geht nicht. Ich heiße auf Twitter Luciana-. Nee, ich heiße auf Twitter Lion X Sister. Genau. Also, ich werde jetzt ein kleines Happy Birthday singen und ich kann nicht singen. Und ja, ich war in Island, voriges Jahr. Ah, stimmt, und ich war noch in. Warte mal, ich war noch in Finnland. In Finnland war ich auch. Aber nur für 6 Stunden. Okay, so. Gott, das wird zu peinlich. 2, 3. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Leila. Happy Birthday to you. Ach du Kacke. Ja, also Layla, damit meine ich Layla Cherry Rain. Sie hat schon in ein paar Videos von mir mitgemacht. Layla ist natürlich nicht ihr echter Name, aber ich will den echten Namen jetzt hier nicht sagen, deswegen Layla. Ihr kennt sie wahrscheinlich von den Streams, beziehungsweise vom Star Stable Video. Und sie hat heute Geburtstag. Und Fun Fact: Ihre Mutter hat heute auch Geburtstag. Also sie und ihre Mutter haben am gleichen Tag Geburtstag. Finde ich geil. Ja. Ich würde sagen, die Aufnahme ist beendet. Sag Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Dankeschön für die, die mir Fragen gestellt haben. Ich hoffe, einige Fragen wurden jetzt dadurch geklärt.
Ich blende die Fragen seitlich immer ein, damit ihr sie mitlesen könnt. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!